mein Name ist Melanie Helms. Heute geht es zum Thema Plastikfrei. Und dafür mache ich für Sie heute eine Mülltüte aus natürlich einer UV. So, wollen wir mal anfangen. Wir nehmen zuerst einmal ein wenig diagonal. Falten das. Das Überstehende falten wir an diese Kante. Öffnen das Ganze wieder. Nehmen das Eingeschlagene hier rum. Und falten diese hier einfach drüber. Dann nehmen wir diese Ecke und falten sie hier rüber. Drehen das Ganze und machen das gleiche auf der anderen Seite. So, drehen. Dann nehmen wir diese Seite, schlagen sie erst hier drüber, öffnen das hier. Das ist natürlich jetzt schwer. Stecken das hier rein in die Tasche, die sich gebildet hat. Drehen das Ganze wieder und machen das gleiche auf der anderen Seite. Und schon. Haben wir unsere Biomülltüte. Oh, bitteschön. Und hier meine selbstgemachten Milchschnitten. Ist zwar ein bisschen Arbeit, aber keine Konservierungsstoffe und nichts drin. Und hier haben wir meinen selbstgemachten Kalkreiniger. Sind einfach Zitrusschalen in Essig eingelegt, 2-3 Wochen stehen lassen, abseihen. Es gibt nichts Besseres. Und hier haben wir meine ganzen Spüllappen. Alle selber gestrickt. Farben, wie man sie möchte. Größe, wie man sie möchte. Waschbar bei 60 Grad. Gibt auch nichts Besseres.